Hallo YouTube-Adsense hier, willkommen zu einem neuen Weekly Money auf diesem Kanal. Wir haben übers Wochenende endlich mal wieder ein bisschen mehr verkauft, dazu gleich im Market Watch. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Unser Release-Event letzten Samstag ist vorbei. Es waren ein paar Leute da. Max hat gewonnen mit Unix Sprite. Die Deckliste hat er mir auch schon geschickt. Werden wir wahrscheinlich diese Woche, also mit den First Place Locals der letzten Woche, mal auf Instagram wieder hochladen. Dieses Wochenende steht mal wieder ein Time Wizard Format an. Edison von 2010, das Format. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich wahrscheinlich auch selbst wieder mitspielen. Ich hoffe, der eine oder andere verirrt sich dann auch nach Halle und meldet sich bis dahin noch bei uns an, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute wir werden. Beim ersten Edison Event im Januar, glaube ich, waren wir 14 oder 16 Leute. Das hat richtig gebockt und Spaß gemacht. Und ansonsten, ihr seht die anderen Daten vor euch mit dem London Prep Event für die YCS Anfang April. Dann möchte ich parallel dazu zur YCS and Goat Format wieder anbieten. Da habe ich auch schon Werbung gemacht an die üblichen Verdächtigen. Die Anmeldung für das Speedduell Event am 8.4. ist in Gange. Werde ich hoffentlich diese Woche die Bestätigung bekommen, genauso wie für die Sneak Peek für Cyberstorm Assets. Das kommt alles in den nächsten Wochen und ich fange auch diese Woche an, die Planung zu gestalten für das noch freie Wochenende am 22.04. Dazu gibt es dann auch bald neue Infos für euch. Das war's an der Stelle an Informationen. Also wie gesagt, Edison diesen Samstag und nun starten wir mal mit dem Market Watch. Pokémon, 87 Artikel, 142 Euro wert, wie gewohnt mehr Geld pro Karte als bei Yugi, aber dafür wieder nicht so ganz so viel. Da kann ich übrigens erzählen, es kamen neue Pokémon-Displays deutsch bei uns an von Lost Origin und Silver Tempest, heißen glaube ich die letzten zwei Editionen. Die haben auch direkt gelistet auf Market und sind dann auch im Shop verfügbar. Wenn ihr also Bock habt, mal ein paar Pokémon-Booster auf Deutsch aufzumachen, kommt vorbei oder holt sie euch online. Da wollen wir dieses Jahr wieder ein bisschen mehr einsteigen, genauso wie ab Mai dann zu OP03. Das One Piece TCG anbieten. Das sind so die Erneuerungen, die gerade in Gange sind bei uns. Was haben wir denn so Cooles dabei bei Pokémon? Sehen wir was Teures hier? Ein Raichu Level X. Aha. Ja, ansonsten Yugi. Wie schon angekündigt, mit ein bisschen mehr zu tun heute. Die Jungs sind fertig mit Raussuchung von 2100 Karten für knapp 1500 wert. Das ist ganz gut. Ich habe die Hinweise rausgesucht und da können wir ja mal durchgehen, was wir wieder mehr als ein Playset verkauft haben. Zauber, Cosmos Cyclones. Ich habe gesehen, ganz viel bei den Kamenierment X Hinweisen haben wir verkauft, was man für Scout und Edison braucht. Da habe ich jetzt auch letzte Woche mitbekommen, dass wir einige Lücken haben wie Heavy Storm, Reisner Tribut und solche Sachen wie Last Word und so. Da müssen wir also auf jeden Fall mal die Woche in unseren Kamen Ankauf nehmen mit X gucken und mal so ein paar Lücken füllen und nachlisten. Hier sehen wir es, Ring der Zerstörung, Schnappstall, viele Sachen gerade auch komplett rausrotiert. Grafisch das Stele, weiß ich nicht, ob das gerade im Edison-Format, ne, ich glaube, das kam erst danach raus, ne, mit Gravekeepers. Dann der Redo von den Time Chiefs braucht man gerade auch im aktuellen Meta. Hat man im Tier-Elements gespielt, spielt man gerade im Trap-Tricks. Da hat einer uns alles Mögliche aufgekauft. Aber da habe ich auch schon Ankauf gerade angeguckt und wieder welche beiseite gelegt, die man nachlisten können. Weil da auch der Preis gerade recht interessant ist, sehen wir alles gleich. So, dann haben wir das mit den Hinweisen geklärt. Zum Bürer The Dark, auch neunmal rausgegangen. Hat man damals gespielt mit Reinforcement of the Army gesucht und dann konnte man einen Virus zünden, ja so ein Deck-Device-Virus, ohne dass man da irgendwie großartig was für machen muss. 10-mal Klingenritter ging raus, 10-mal Excite Force. Na, das sind so die üblichen Warrior Toolbox Kandidaten für das Gold Format. Infection Fairy Lily auch oft rausgegangen. Book of Eclipse, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Braucht man ja gerade im aktuellen Meta gegen Kashtira. Und dann hat sich jemand einen Constellar Deck gegönnt und Kaijus ging auch ein bisschen was raus. 10-mal Spiegelkraft haben wir ja noch. Ceasefire ist auch so eine alte, ich sag mal, Side-Deck-Karte, um ein bisschen was gegen den Nobleman zu machen, dass man den dodgen kann. Ja, lehnt euch zurück, das könnte ein etwas größerer Market Watch heute werden, weil wir viele Sachen noch öfters mal verkauft haben. Habe jetzt schon 20 Tabs auf.
Mal gucken, ob das für den einen oder anderen interessant ist, was man noch so sehen. Achtmal Magical Merchant ist auch so ein One-Off im Chaos-Deck bei manchen. Entarheld Nebelneos ging auch jetzt immer mal raus. E-Heroes hatten ja jetzt Support. Im Maze of Memories konnte ich mit einer Fusion bekommen. Phoenix Winkler 20 mal aus Hiso. Vanity's Fiend, okay. Nochmal 92 Mal Plunderbutt Holdboat, Igas. Er hatte kein Reprint, ist teuer gewesen jetzt bei 2 Euro. Da hat jetzt einfach mal einer 200 Euro investiert. In so ein, ja, so ein Nebendeck, ne? So ein Tier 2 Deck. Ich weiß nicht, ob das auch generisch einzusetzen ist in anderen Decks, aber Plunderbutt hat jetzt bis auf zum Release-Event von Photon Hypernova, glaube ich, nicht so wirklich was bei uns bis jetzt bewirkt. Und 10-mal Mindcontrol habe ich mal noch angeklickt. Das ist so eine Side-Deck-Sache fürs Goat. 10-mal Bazoo sieht man jetzt eher weniger im Goaten, aber das Book of Moon umso mehr. Gravekeeper Spy auch ein paar weggegangen. Ja, also der neue Mindestpreis kommt so nach jetzt 2 Wochen dann doch mal zum Tragen. Und die Leute haben Bock, ein bisschen mehr Masse zu kaufen, ein bisschen was on Stock zu haben für die alten Formate, weil es halt dann umso mehr bezahlbarer ist und auch mehr Leute mitmachen können. Ne? Jetzt sind wir schon bei BCR, das hat man ja nachgelistet. Genauso wie Mama, das müsste auch gleich kommen. Der und, oder Mama kam schon, Maze of Memories. Eine Wind-Up-Kitten für 3. So richtig überzeugt mich das Produkt doch nicht, aber man sieht's, es geht halt doch einiges raus. Ein bisschen das Red-Eye-Zeug, das ganze Gate Guardian-Zeug, da hatten ja Erik und Tim am Freitag dann doch ihr Rika versus Gate Guardian-Match aufgenommen, mal mit neuem Design von der Kameraperspektive. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, so zu sehen. Und am Samstag hat dann Erik auch 2-2 erreicht mit dem Gate Guardian-Deck. Dann haben wir einen Crystal Beast-Deck verkauft für 8 und einen. Ne, zwei sogar. Zwei sogar auf Englisch, genau. Und dann noch ein paar Sleeves. Ja, die Mama Sleeves gehen halt auch gerade täglich raus. Schauen wir doch nochmal konkreter rein, ob wir irgendwas übersehen haben. Was wir. Haben wir die im Breaker? Ich weiß es gar nicht. Das waren jetzt einige Tabs, die wir öffnen mussten. Aber ihr seht, alles für Mindestpreis. Neuer Mindestpreis 29 Cent. Aber das ist dann auch schnell rausgesucht. Ne? Wenn jetzt hier 100 Mal der Redo rausgeht, da zählst du dann halt in der einen Box einmal bis 100 und schwupp. Hast du dann immerhin knapp 30 Euro dafür, dass wir halt kaum Aufwand haben, ist okay. Wie gesagt, bei 1,2 Millionen Artikel kann man auch mal was abverkaufen. Und wir haben ja auch noch so viel im Angebot, was noch nicht online ist, also was wir im Ankauf noch listen müssen. Genau, gut, gucken wir mal einzeln rein. Der Zaborg komplett raus. Geht einen halben Euro. Kann man mal wieder raussortieren im Ankauf. Cosmic Cycling haben wir noch genug. Da sind wir auch recht günstig. Ist gerade noch so eine Side-Deck-Option, ne? Gehen wir da mal hoch bei der Masse. Scapegoats sind noch genug, da wird auch nicht so teuer, glaube ich. Das letzte Mal, wo man die Meta gesehen hat, war im Dragster, wo man damit Linkspinne und so Firewall Drang auf irgendwas ging. Breakers alle raus, könnte man auch mal wieder raussammeln. Keysfire haben wir noch genug. Regigebirge auch noch aus so vielen Editionen da. Aber wenn hier kaum was im Angebot ist von anderen Power-Sellern, gehen wir mal hoch. Das Tornados, ja, gibt es auch noch genug andere Versionen. Ring of Destruction, der letzte. Dann sind wir komplett raus. Uff, da müssen wir mal nachlisten. Wir hatten hier noch 100 Stück. Patte, okay. Okay. Na, mal gucken. Finde ich auch irgendwo. Das Netzstil, ja, die habe ich erst, weiß nicht, im Dezember nachgelistet. 100 Stück sind auch schon wieder alle raus. Meistens so für 1 Euro rausgegangen. Die Gravekeeper-Stile. Na, weiß ich nicht. Ist eine coole Karte für das Deck. Ich mache sie mal ein bisschen teurer. Der Redo hier, ihr seht es, komplett raus. Da waren gestern sogar noch welche für 2 Euro im Angebot. Jetzt eher bei für 1 Euro. Sorry, jetzt für 2. Das wird man nachher mal nachlisten. Nochmal der Redo. Smashing Crowns sind noch genug da. Scapegoats hat man schon. Lilies. Weiß ich nicht. Müsste ich die teurer gestalten? Kommen noch welche von anderen Leuten im Angebot, ne? Na ja, komm, da wo wir mal Masse haben, bevor sie auch noch günstiger rausgehen. So. Zum Bührer hat kein anderer mehr im Angebot.
Ja, das ist so eine Sache, die auch kaum einer nachlistet, denke ich mal. Der Blade Knight. Na, man sieht ihn doch immer öfters im Spiel. Exile Force. Sind wir auch fast aus. Können wir deswegen auch mal ein bisschen teurer machen. Ja, der Ankauf muss gelistet werden oder erstmal sortiert werden. Die 100.000 Kamins, die ich da vorbereitet habe. Das passiert, denke ich mal, alles noch im zweiten Quartal. Vermutlich. Ihr werdet Bescheid wissen. Abonniert Social Media, Instagram, YouTube, Facebook und dann habt ihr alles up to date. Ja, die können wir so lassen. Die haben ja auch den Reprint aus Tama, ne? War das Tama? Genau. Haben wir davon noch welche im Angebot? 9.000 sind noch. Wir haben davon keine mehr im Angebot von Tama. Da würde ich doch jetzt einfach mal spontan 30 englische nachlisten. Die sollten wir auch haben. Das checke ich dann nochmal. Ja, kein Wunder, dass dann die Kamen verkauft wird, wenn wir die im Rare gar nicht mehr im Angebot haben. Das wird gleich gecheckt. Den Tab lasse ich mir mal offen. Spiegelkräften sind noch genug da, wird wahrscheinlich auch nicht teuer. Kiesweih hat man schon, Book hat man auch schon. Merchant, ja, gibt es ja auch noch günstiger von anderen Händlern. Den würde ich vielleicht sogar mal ein bisschen hochsetzen, auch wenn wir noch 150 davon da haben. Der Windblast, ja, können wir so lassen. Den können wir auch so lassen. Die Booties, ihr seht's. Komplett raus, habe ich auch im Einkauf von keine mehr gefunden. Ziemlich schade. Aber ja, mal gucken, ob die noch teurer werden oder ob die demnächst mal ein Reprint bekommen. Vielleicht so als Kamen im OTS 22, könnte ich vermuten. Sangan sind noch genug da. Hat man auch lange nicht mehr gesehen. Zuletzt gleich zu Burning Abyss Zeit mit Tourguide und so. Mind Control sind auch noch mega viele da, die können wir auch so lassen. Basu lassen wir auch so. Nochmal Books ausverkauft aus der Edition. Spice haben wir noch im Angebot. Deutsche für 19 Cent. Englisch könnte man auch mal checken, ob man die nachlisten muss. Der Lichtspiegel, ja, hat ja in Mama ein Reprint. Wie gesagt, hat man jetzt erst nachgelistet. Und dann den Breaker hat man schon. Gut. Aber den lasse ich mir auch mal offen. Da muss ich immer bei den Dark Level 4 nach Kaikos gucken demnächst. Knapp 130 Bestellungen waren es. Das war's an der Stelle von mir heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir haben noch ein paar Featured Matches vom Samstag aufgenommen. Die kommen jetzt Stück für Stück online. Dann habe ich einen Vlog gedreht letzte Woche vom Release von Maze of Memories. Da gucken wir mal, wann der online kommt. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns Samstag zum Edison in Halle. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Euer Jens.